Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch und wir sind das allererste Mal auf, wie heißt's? Ihr wisst schon. Diese unterste Map, die angezeigt wird im Map-Pool. Ich dachte eben, er aimt schon jetzt durch die Wand. Die Nate ging ganz schön in die Hose. Also, möglicherweise zeigt er uns hier schon einen Wallhack, what the fuck? Oder ist es halt einfach nur ein extrem guter Spieler, der sich auf der Map sehr gut auskennt? Dann wird er aber die Nades hinbekommen, oder? Wow! Das ist aber ordentlich am Wackeln des Fadenkreuz, also auf die Leute ziehen. Naja, Monsieur, also da würde ich sagen, gefickt. Wie heißt denn jetzt diese Map, Heidenai? Jetzt fuchst mich, dass ich den Namen nicht weiß. Ständig sagt ihr im Livestream, wir sollen sie mal spielen, im Viewer Game. Ich will andauernd Alliance oder Allianz sagen, aber das ist falsch. Sie heißt Agency. Agency ist es, glaube ich. Ja, das ist Agency. Ah, hätte ich nicht gedacht, dass wir... Oh, habt ihr das gesehen, wie das Fadenkreuz am Ende nochmal richtig drauf war? Auf dem letzten? Wahnsinn. Also, da ist auf jeden Fall einiges am Stissel bei ihm. Oder bei ihr, wer weiß. Ich habe heute eigentlich einen sehr schlechten Tag, deswegen habe ich auch keine Facecam drin. Weil ich richtig eigentlich am Ende bin. Ich habe über die Nacht viel Essen verloren, obenrum. Denn ich habe mich jetzt zum Ende hin bei den Feiertagen, habe ich mich wohl angesteckt. Bei jemandem, der so einen Infekt hatte oder irgendwas, keine Ahnung. Also der eben ja auch vor sich hingebrochen hat. Oh shit, Mann. Und jetzt die Nacht war natürlich dementsprechend spaßig mit dieser ganzen Scheißkotzerei. Bei mir ist es wirklich immer so, dass wenn ich sowas hab, wenn mir schlecht ist, wenn ich eine Lebensmittelvergiftung habe, wenn ich irgendwas hab, dann... Und auch wenn es nur was ganz Kleines ist, dann kommt es bei mir grundsätzlich oben raus. Also immer. Ich habe so viele Kollegen und Verwandte, die dann sagen, oh ja, ich war die ganze Nacht auf dem Klo, das ist echt unangenehm, aber ich würde auch gerne einfach nur auf dem Klo sitzen. Bei mir ist es vielleicht dann auch mit hinzukommen, ne? Aber es ist meistens einfach nur oben raus. Und Kotzen ist, glaube ich, wie jeder weiß, richtig widerlich. Einfach scheiße. Naja, es war einfach nur ultra abfucken. Jetzt sehe ich halt total kaputt aus. Ultra blasses Gesicht und so. Obwohl mir es ganz gut geht wieder. Also ihr wisst ja auch, wenn das einmal dann rum ist. Also wenn man... Ja, wenn es einmal rum ist, dann geht es ja auch wieder. Aber, naja. Ich habe jetzt die Facecam erstmal weggelassen für die Folge hier. Und dödel mal so vor mich hin. Also jetzt ist er... Er wartet so richtig auf die und schießt und pre-aimt auch und schießt halt durch Atomspalte, durch die er oder ja doch durch die er nie im Leben jemanden sehen kann, auch wenn er der Hardcore-Profi auf der Map ist, würde ich sagen. Zumal das Fadenkreuz ja einfach auf die Köpfe lockt. Also ihr müsst da mal genau drauf achten, für alle, die noch skeptisch sind. Ich guck mal, ich hoffe, dass er jetzt oben eine Begegnung hat, hier auf Agency. Das ist Wahnsinn, voll die Premiere Agency im Ding. Das hatte ich noch nie. Oh, guck mal, wie er zurückgeht. Scheiße. Er wird nicht getroffen. Alles klar. Hat er noch ein Anti-Aim bei den Gegnern installiert? So, so. Das ist sogar fast noch machbar. Das ist wirklich fast noch machbar. Auf, komm, zeig's uns doch mal. Jetzt, wo ich schon so davon gesprochen habe, du Sack. Na komm. Das sind jetzt Standard-Flicks, die jetzt... Also, er sieht aber, dass hier einer ist, beziehungsweise er erwartet ihn. Er weiß auch, dass er da hochgegangen ist, obwohl, ne, das will ich jetzt nicht sagen. Die Mates haben ihn gesichtet. Ha! Da hat er komplett versucht, durch Wände durchzuschießen. Oder durch eine Wand. Weil sonst hätte er den noch voll gehabt. Da muss irgendwie noch eine Wand... Ich kenne mich jetzt nicht auswendig aus hier auf der Map, aber ich... So ein bisschen. Ich habe das hier schon gespielt in so kleinen Spielmodi hier von wegen Deathmatch und so einem Scheiß. Ist wieder typisch, oder? Man kommt rein ins Overwatch und am Anfang ist er direkt so ultra obvious. So Captain Obvious. Und am Schluss, oder gegen Mitte, Ende, ist es auf einmal so ganz locker. So, vielleicht ist er auch einfach nur gut. Aber ich war mir schon am... Ich war mir einfach schon am Anfang zu sicher, dass er, wie er auf die Leute drauf aimt, durch die Wand schon. Und dass er auch... Guck mal, er will hier irgendwo durch. Er will sich den Kerl holen, der da hinter der Wand steht. Weil er ihn halt genau sieht. Jetzt geht er da hinten hoch. Ja, er flasht ihn schon. Und jetzt wird er genutzt. Wow, hat er die Geisel noch? Ah, ne, Geisel lebt. Ja, also... Jetzt ist halt die Frage. Ich denke, das am Anfang war auf jeden Fall ein Aimbot. Also ich denke es nicht, ich bin mir sicher, dass es eine Aim-Unterstützung war. Und der Wallhack ist auch noch irgendwie am Stissel. Wobei, ich weiß... In Aimbot visiert er oder zielt er immer auf den nächstgelegenen Gegner. Also man könnte damit praktisch auch durch die Wand auf die Gegner drauf visieren. Also kurz triggern und schauen, wo das Fadenkreuz stehen bleibt. Ich glaube, das funktioniert so auch, oder? Ich denke, da könnt ihr mich vielleicht kurz bestätigen oder aushebeln, je nachdem, wie das der Fall ist.
Man sagt ja oft, der Wallhack ist der beste Aimbot, weil man schon mal pre-aimen kann, so wie er das jetzt macht. Also Wallhack ist zu 100% am Start. Aber man könnte ja in der Theorie dann auch, wenn das klappt, durch Wände hindurch drauf oder vor zu aimen, könnte man den Aimbot ja auch nutzen oder die Aim-Unterstützung nutzen, um herauszufinden, wo der nächstgelegene Gegner ist. Ja, dieser kleine Drecksack. Aber ich freue mich richtig, dass wir jetzt hier so Agency-Map am Start haben. So Agency-Map, ja. Ihr merkt, mir geht's nicht gut. Komm schon. Ja, aber ihr seid weggehauen, dieser kleine Bastard. Pelikan kriegt gar nichts gebacken, weil er sie einfach alle wegsnackt. Ja. Nicht immer nur das 2 oder... Was auch oft kommt, ist Mirage. Mirage ist ja eigentlich wie das 2, also... Wenn man jetzt, wenn man es über die Aspekte sieht, Cheater, viele Spieler und so weiter und so fort. Vielleicht auch viele Anfänger. Das 2 ist ja auch so die Map, die eigentlich jeder spielen kann, beziehungsweise jeder Anfänger zuallererst lernt. Und ich glaube, Mirage kommt direkt dahinter. Und so Maps wie... Ja, wie Nuke oder Train, da merkt man ja auch in den Fury Games, dass es oft heißt, ah, das will ich nicht spielen, das kann ich nicht, ich habe die noch nie gespielt oder nur ganz selten und so weiter. Also, ja, Mirage und das 2, die sind's halt einfach. Vielleicht wird die Map hier jetzt auch zu sowas? Ich glaube nicht, nee, ich glaube nicht. Guck mal, da schießt sie sogar durch den Schachter ab, durch dieses Oberlicht-Fenster-Ding. Ja, nicht Oberlicht, ihr wisst schon, was ich meine. Oh. Wahnsinn, wie langweilig muss das sein, so zu spielen? Also, einfach... Ja, so vom Menschlichen her. Du willst, man spielt ja, um irgendwie Spaß zu haben und vielleicht, also es gibt ja Leute, die dann sagen, ja klar, ich kann Cheater auch verstehen, die rocken halt ordentlich rein, haben Spaß am Gewinnen. Ist vielleicht auch mal nachvollziehbar irgendwie, obwohl man es natürlich nie machen würde, als rechtschaffender Bürger. Ja. Aber das kann doch auf Dauer vor allem, das ist doch nie im Leben das gibt doch einem, das gibt nichts, das gibt einem gar nichts. Ich verstehe es nicht. Hat er gebunny hoppt? Ich habe mal wieder nicht drauf geachtet, keine Ahnung. Schissel. Aber Aim und Vision, also Vision zu 100 Milliarden % und Aim zu 100%, aber nicht zu 100 Milliarden %. Aber alleine 100% reichen schon aus, um sich sicher zu sein. Aber hier oben steht auch nochmal, wenn man sich wirklich nicht sicher ist. Warte, don't feel, ja, genau. Dann, wenn man sich nicht sicher ist, dann soll man sowas natürlich nicht drücken, aber ich bin mir echt sicher, weil dieser kleine Kackratte. Zumal ja auch viele sagen, wenn er Wall oder Aim hat, dann hat er vielleicht oder wahrscheinlich auch das andere auch noch an. Naja. Wobei ich so jetzt nicht argumentieren möchte, generell so in die Zukunft, von wegen, ja, der hat geaimt, also hat er Warlock. Nee. Ach ja, und bezüglich des Giveaways, die beiden Knife-Gewinner wurden bereits angeschrieben. Das sind Himmelhundi und GeForce. Himmelhundi hat das Didi-Pad gewonnen und GeForce hat das Rust-Code gewonnen. Die Sword of Amber Fate geht an Miner Swin. Die Stat-Track UMP 45 Labyrinth geht an Ente Ente. Und die M4A4 Dragon King geht an Sebold, der Echte. Sebold, Ente und Miner Swin, schreibt mir hier bitte unter dieses Video, dass ihr gewonnen habt, also ihr wisst schon wie immer halt, oh, ich hab gewonnen. Und dann frage ich nach eurem Trade-Link. Als nächstes Twitch-Subscriber-Giveaway gibt es übrigens die AWP Hyperbeast, die wir letztens reinbekommen haben. Das Goal für diese AWP Hyperbeast sind 55 Subscriber. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, schon 53. Das heißt, es fehlen dann eigentlich nur noch 2. Aber wobei, über die Feiertage könnte ja sein, dass einige Abonnements dann ausgelaufen sind. Also wenn zu viele ausgelaufen sind, dann werde ich es auf 50 runtersetzen. Aber wenn wir noch so bei 48, 49, 50, 51 sind, dann machen wir 55 als Ziel. Und wenn wir die erreicht haben, dann geht diese AWP Hyperbeast wieder an irgendeinen Subscriber, der auf Twitch Subscriber ist, also Abonnent ist. Ja. Ich werde das jetzt zwar nochmal in einem Extra-Video sagen, aber ich denke, ich erwähne es mal geschwind, damit die Leute nicht traurig sind, denn es geht ja immer heiter weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.